Gebrauchtwagen kauft, die zweite. Möchte dann noch ein Video dazu aufnehmen, und zwar weil ich in letzter Zeit öfters gefragt werde, welchen soll ich mir kaufen. Also die Frage ist, welchen soll ich mir kaufen, musst du dir selbst beantworten, im Sinn, das wäre jetzt ein H1, es gibt H2 und H3. Natürlich gibt es auch verschiedene Längen, im Innenraum 2,5 Meter, 3 Meter, 3,5 Meter, 4 Meter. Und da muss man einfach schauen, was da für einen am besten passt. Das kann so ein Kastenwagen sein, das kann ein T4 sein, das kann ein T3 sein. Also es können unterschiedliche Größen sein, das kann auch ein Expeditionsfahrzeug sein. Aber was ein Fahrzeug immer drinnen hat, zumindest jetzt mal abgesehen von Elektro, ist ein Motor, ein Getriebe, eine Kupplung, diverse Schläuche, gewisse Kühlsysteme etc. Und was all diese Autos auch haben, sind vier Räder, ein Unterboden, eine Karosserie. Und wenn man jetzt zu einem Gebrauchtwagenkauf angeht, dann gibt es immer wieder Dinge, die zu beachten sind. Und in dem Video möchte ich darauf eingehen. Eins vorweg, man wird immer besser. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht so gut Bescheid weißt über Gebrauchtwagenkauf, dann rate ich dir Folgendes. Erstens mal lad dir das von ÖMTC runter, diese Checkliste, und versuch wirklich mal 15 Autos anzuschauen, ohne dass du jetzt große Ahnung davon hast. Du wirst mit jedem Fahrzeug anschauen besser. Und zwar, das Erste, was ich mache, ich schaue mal unter das Fahrzeug und schaue mir mal den Unterboden an, weil das für mich eigentlich das absolut Wesentliche ist. Ich schaue jetzt fürs Video mal nur dahin, bei den Reifen dort rein. Wie ist das, wie ist der Rost? Ja, wie ist der Zustand hier zum Beispiel bei den Radkästen? Wie ist der Rost am Unterboden? Und da kann es hilfreich sein, das Auto entweder auf eine Grube zu stellen, um das unten genau zu inspizieren, oder wenn man den Platz nicht hat, ganz einfach drunter zu krabbeln und einfach zu schauen. Hier sieht man schon, also dieses Auto müsste man dann doch Rost behandeln, um es länger zu konservieren zu können. Da hinten schaut es recht gut aus. Also Auspuff ist okay, Unterboden ist okay, die Träger sind okay. Das passt eigentlich alles. Aber hier zum Beispiel haben wir Bereiche, das ist jetzt nur eine Abdeckung, aber hier haben wir Bereiche, wo natürlich schon Rost ansetzt. Das ist grundsätzlich kein Riesenproblem. Also das kann man behandeln mit Overtroll und Branto Corux und dann wieder mit einem Lack. Aber wenn hier das Auto an diesen massiven Trägern zum Beispiel so richtig angerostet, manchmal durchgerostet ist, dann würde ich so ein Fahrzeug schon gar nicht mehr nehmen, weil es ist eigentlich nicht mehr zu reparieren. Also auf jeden Fall die Bewertung des Unterbodens, auch die Bewertung des Lackes. In dem Fall, wir haben das vor einer Woche lackiert, aber man kann sich hier die Einstiege zum Beispiel anschauen. Hier sieht man auch schon, Rost beginnt. Ja, das ist jetzt nichts Tragisches, wenn das so ist wie hier. Also man sieht hier einige Stellen, aber grundsätzlich schaut das ganz gut aus. Ich zeige hier bewusst kein perfektes Fahrzeug, was übrigens oftmals ist bei Lieferfahrzeugen hier, dass hier so Einrisse sind, und zwar deswegen, weil diese Türen ganz einfach oft tausende Male aufgeschlagen werden und dann reißt hier das manchmal aus. Ist jetzt kein Hinderungsgrund, das Auto zu kaufen, aber ja, man müsste hier vielleicht einen Schweißpunkt setzen, um das wieder zu reparieren. Funktioniert natürlich so auch, aber irgendwann wird die Tür dann nicht mehr funktionieren. Wenn ich den Unterboden geprüft habe, dann schaue ich mir den Motorraum. Natürlich schaue ich mir Kilometer an, ich schaue mir das Wartungsheft an, ich schaue mir an, wer hat das Auto gehabt, wie wurde es gewartet, gibt es einen Wartungsstau etc. Also alles das muss man natürlich bewerten, und dann schaut man auch in den Motorraum, schaut sich die Schläuche auch an, wie sind die Schläuche beisammen. Also bei mir bei einem T4 ist einmal so ein Wasserschlauch von der Wasserkühlung geplatzt, und zwar weil er ganz einfach porös war, und da würde ich dann einen Mechaniker einfach drüber schauen lassen und sagen, okay, sind diese Schläuche jetzt einmal proaktiv zu tauschen oder sind die noch in Ordnung?
Man kann es manchmal auch greifen, wenn sich das elastisch anfühlt, dann ist es schon okay. Aber wenn so hart werden und porös, dann muss man sie einfach irgendwann einmal tauschen. Das ist ganz normal, ist eine Alterungserscheinung. Es gibt Schläuche, die sind weniger wichtig, wie zum Beispiel von der Scheibenwischanlage oder hier. Kühlflüssigkeit ist natürlich wichtiger. Also es gibt unterschiedliche Schläuche. Ich bin jetzt auch kein Mechaniker, aber über die Jahre und Jahrzehnte lernt man, so ein Auto lesen zu können. Und deswegen ist es auch einfach wichtig, wenn man sich da nicht so gut auskennt, wirklich viele Besichtigungen zu machen. Und zwar, selbst wenn ich mich gar nicht auskenne mit Fahrzeugen, selbst wenn ich nur 10 Fahrzeuge anschaue, und dann kann ich schon den unterschiedlichen Charakter mal feststellen, ja? Weil es gibt Autos, die sind in einem besseren Zustand, es gibt Autos, die sind in einem schlechteren Zustand. Und wenn ich jetzt angenommen 10 Fahrzeuge mir angeschaut habe, mir da wirklich jeweils eine halbe Stunde Besichtigungszeit genommen habe, die Karosserie geprüft habe, den Motorraum geprüft habe, eine Probefahrt gemacht habe, das Getriebe angehört habe, die Kupplung gecheckt habe, selbst wenn ich keine Ahnung habe, werde ich durch die Anzahl der Besichtigungen ganz einfach dazulernen. Ich werde sehen können, okay, das eine ist im besseren Zustand, das andere ist im schlechteren Zustand, und ich werde mit der Zeit draufkommen, auf was ich achten muss. Und natürlich sind solche Checklisten wie vom ÖMTC etc. hilfreich, aber die eigene Erfahrung ist halt noch die eigene Erfahrung. Und letztlich muss man auch sagen, so ein Gebrauchtwagenkauf ist manchmal etwas mehr Glück und manchmal etwas mehr Pech. Man muss bei einem Auto auch damit rechnen, dass Reparaturen auftreten. Das ist ganz normal. Also ich würde mir auf jeden Fall 1.000 bis 2.000 Euro pro Jahr weglegen, je nachdem natürlich, in welchem Zustand das Fahrzeug ist. Dann wird es Jahre geben, wo weniger zu reparieren ist. Okay, dann freue ich mich, wenn nur zum Beispiel das Pickel zu machen ist. Dann wird es aber Jahre geben, wo vielleicht die Bremsen zu reparieren sind oder der Auspuff oder das Getriebe oder die Kupplung zu tauschen. Und wenn die Kupplung zum Beispiel zu tauschen ist, dann kostet das einfach gleich einmal 1.500 Euro. Und ja, also sind dann Reparaturen, die teurer sind. Selbst wenn der Motor eingeht, sind das vielleicht Reparaturen von 3.000, 4.000 Euro. Das heißt, da kann man sich dann freuen, wenn ein paar Jahre vergangen sind, wo man zum Beispiel fürs TÜV-Gutachten nur, ich weiß nicht, 100, 200, 300, 400, 500 Euro gezahlt hat. Im Schnitt muss ich sagen, bei diesen Fahrzeugen, die jetzt so, ich sage mal, 3 bis 15 Jahre alt sind, rechne ich beim TÜV immer so um die 1.000, 1.500 Euro. Das hat sich eigentlich über die letzten 2 Jahrzehnte als ganz passend erwiesen. Und natürlich, ja, es gibt manchmal Autos, da hat man ein absolutes Pech, da kauft man es und 2 Wochen später geht das Getriebe ein. Aber das ist schon eher selten. Also im Grunde kann man sich da auch ein bisschen drauf verlassen, auf sein Gefühl und auf das, ja. Wenn man das gar nicht will, dann müsste man sich halt einen Mechaniker mitnehmen zur Besichtigung oder jemanden, der das halt schon oft gemacht hat, beziehungsweise ihr könnt mir teilweise auch die Fahrzeuge schicken. Man erkennt an den Rundherum-Daten auch schon einiges, an den Bildern. Ich lasse mir meistens vor einer Besichtigung auch schon sehr viele Bilder schicken, zum Beispiel von den Achsen, vom Achsraum hier unterm Kotflügel, dann vom Unterboden, vom Auspuff, vom Gesamtganzen, natürlich auch vom Innenraum, vom Motorraum. Und wenn ich all diese Bilder auch schon habe vor der Besichtigung, dann kann ich mir auch schon ein ganz gutes Bild machen. Und zwar dann auch mit der Kilometeranzahl, mit der Jahresanzahl, wie das Fahrzeug ist etc. Und ein neueres Fahrzeug muss nicht unbedingt weniger Stress bedeuten. Also es ist durchaus so, dass ein Fahrzeug, das schon älter ist, auch stressfreier sein kann oder weniger Reparaturen kann. Es ist einfach nicht so, dass es eins zu eins so ist, dass wenn ich mir ein neueres Fahrzeug kaufe, dass ich dann keine Probleme habe. Also gerade die modernen Motoren, wie viele Stellmotoren da dran sind, wie viel Elektronik da zusätzlich verbaut wurde. Und ich habe jetzt selbst ein Fahrzeug, das seit 5 Wochen in der Werkstatt steht, und da wird einfach der Fehler nicht gefunden. Jetzt die Frage ist,
ja, also da bin ich dann doch wieder bei der alten bewährten Technik und sage, okay, ja, das Auto ist vielleicht 10 Jahre alt, aber es wurde gut gewartet, es wurde gut geprüft und immer wieder repariert. Ja, auf der anderen Seite natürlich kaufst du dir ein neues Fahrzeug, kannst du im Normalfall davon ausgehen, dass die ersten paar Jahre kaum was zu reparieren ist und das Fahrzeug einfach fährt. Aber wie gesagt, es ist immer eine Gratwanderung, ist immer eine Anpassung und es gibt da, glaube ich, kein perfektes Rezept. Natürlich auch dann der Innenraum, wie schauen die Armaturen aus, wie ist das Lenkrad, hat das Lenkrad ein Spiel, wie sind die Bezüge. Also man kann schon sehr viel ablesen, auch einerseits am Innenraum. Hier haben wir eigentlich ein unser altes Baustellenfahrzeug so auf die Schnelle umgebaut auf einen Camper. Und man kann anhand von solchen Dingen natürlich ablesen, okay, für was wurde das Fahrzeug verwendet. Aber mein Gott, selbst wenn es als Baustellenfahrzeug verwendet wurde, es ist jetzt, das wäre kein Ausschließungsgrund. Ja, schauen wir mal in den Innenraum, natürlich die ätherischen Öle, klar. Die Strombox übrigens da hinten, das ist absolut genial, Plug and Play. Das ist wirklich unglaublich, hier am Dach oben die Photovoltaik, die uns da komplett autark versorgt. Also ja, Gebrauchtwagenkauf ist meistens eigentlich eine sehr gute Sache und manchmal natürlich eine Sache, die mit etwas Bauchweh behaftet ist. Aber ja, man kann eigentlich, ich sage immer, man kann alles reparieren außer die Karosserie. Wenn natürlich die Karosserie schon so beleidigt ist, dass man sie nicht mehr reparieren kann. Und hier geht es eigentlich um diese massiven Träger, um die, weil selbst Auspuff, ja, wenn der hier angerostet ist, ja, mein Gott, okay, dann tausche ich den, wenn es notwendig ist, klar. Das ist ein Verschleißteil eigentlich, so wie Bremsen etc. Ja. Aber diese massiven Teile, der Unterboden, das Blech, auch hier sozusagen die Übergänge, das ist einfach relevant und das kann ich an einem Auto nicht tauschen. Also wenn das defekt ist, ja, es wird niemand das Auto komplett zerlegen, bis auf die, ja, man kann sogar eine Achse tauschen, aber man wird diesen Unterboden, diese massiven Träger, die wird man einfach nicht tauschen. Und von daher ist das aus meiner Sicht eines der wichtigsten Dinge an einem Fahrzeug. Und natürlich, ja, Motor, Getriebe, Kupplung. Ein Auto ist einfach, ja, da ist so viel dran, da kann so viel passieren und selbst kleinere Reparaturen können dann schon mal ins Geld gehen. Also, ja, wichtig ist natürlich auch eine gute Werkstatt zu haben. Wir haben zum Beispiel im Südburgenland die Car-Garage, die kann ich empfehlen. Absolut top Leute und die das auch zu einem günstigen Preis reparieren und vor allem aber eben das machen, was notwendig ist. Und was manchmal halt auch der Fall ist, dass man einem Mechaniker sagen muss, okay, weißt du was, ich will dieses Auto lange halten, bitte mach mir jetzt einen Komplettcheck und schreib mir mal eine Liste zusammen, was würdest du, wenn es dein eigenes Fahrzeug wäre, was würdest du reparieren, was würdest du dran machen? Von der Rostbehandlung, von der Konservierung, von vielleicht proaktivem Austauschen von irgendwelchen Schläuchen etc. Was würdest du machen, wenn es dein Fahrzeug ist und wenn du das auf 10, 15, 20, 25 Jahre erhalten wollen würdest? Und das ist natürlich ein anderer Zugang, als man geht zum TÜV oder in Österreich zum Pickel in die Werkstatt und sagt, bitte machen wir halt das Pickel und man hofft drauf, dass es so günstig wie möglich ist. Also es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen und ich muss das ja auch nicht jedes Jahr, sondern vielleicht alle 3 Jahre zu einer Werkstatt gehen und sagen, bitte schau nochmal, ich möchte dieses Auto lange erhalten, was würdest du tun? Genau,